Nee, es ist immer im Warenlager. Momentan haben wir jetzt gerade unten im Keller dazu gekriegt, da waren 7 Tonnen Schutt drinnen. Oh. Die haben wir gestern wegtransportieren müssen. Das ist da. Das sind unsere Arbeitsplätze. Also der Umkreis so oft, dass unter jeder seine Maschinen mitnimmt und das ist dann quasi unser Maschinenpool, aus dem wir schöpfen. Und was kann man fragen, was macht ihr? Was für unterschiedliche Sachen. Es ist dann viel Industriedesigner dabei bei uns, Künstler. Ja. Von der BOKU ist einer. Aha. Der andere fotografiert recht viel. Aha. Also wir haben ganz unterschiedliche Sachen. Also ein paar Sachen sieht man öfter auf Homepage, was wir machen. Da hinten war zum Beispiel ein Bank, der hat ein Kollege gemacht. Und diesen Boden habt ihr eigentlich zu? Ja, deswegen von der Plateau. Ja. Diese Bank, die ich gelegt habe, die ist quasi so schön. Ja, selbstverständlich. Das sind traditionelle Bedingungen. Bei uns ist es so, wir zahlen jeder, der was bei der Werkstatt dabei ist, zahlt quasi so eine 60 Euro Mitgliedschaft. Das ist quasi, da hat man ein Regal und man hat quasi die Möglichkeit, dass man da arbeiten kann. Und dann ist noch angedacht, dass man, das haben wir jetzt in der letzten Sitzung beschlossen, dass eben dann halt über die 12 Leute, die was da arbeiten, hinaus mehr Leute arbeiten können, dass wir eben so freie Mitgliedschaft machen und je nachdem halt hat man zum Beispiel 20 Euro Jahresbeitrag. Man kann dann halt immer ja schon arbeiten. Bist du auch Student oder hauptsächlich Student? Wie verteilt sich das? Ich bin so 30% Student, 30%. 30%? 30% tue ich arbeiten und 30% bin ich Vater. Na, teilweise überschneidet sich das halt auch. Ich kann ja für das Studium auch da was machen. Oder ist ja so, dass man viele Sachen da machen kann. Und deswegen haben wir es auch gemacht, nämlich aus der Universität, wenn man was liegen lässt, dann kann schnell was verloren gehen. Also es geht wirklich ratzfatz. Und da ist irgendwie, dadurch, dass man jeden kennt, man kann was stehen lassen, man kann dran arbeiten und man hat im Grunde alle Möglichkeiten. Auf der Uni muss ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt gerade Semesterende ist, muss ich ewig lang warten, bis ich mal zu den Werkstätten zugekommen. Also da ist dann nicht so, dass ich bei der Holzwerkstatt einfach in einem Flow durcharbeiten kann, sondern da habe ich immer meine Wartezeiten dazwischen, was ich da eher nicht habe. Im Grunde die Sachen, die wir jetzt schon machen, quasi weiter ausbauen. Also man sieht hier auf der Homepage die ganzen Projekte, die was drin sind. Mhm. Sind auch teilweise Aufträge, teilweise Privatgeschichten. Und so in die Richtung möchte man eigentlich auch weitermachen. Aber es rennt so, dass quasi ein Großteil von den Sachen halt auch selbstständig gemacht werden. Also zum Beispiel, also man macht was und entweder man braucht jetzt zum Beispiel eine Zeitperson, dann fragt man halt im Werk, wer hat noch Zeit, wer will falls mitarbeiten. Und so haben wir das auch bei Veranstaltungen oder so. Also wenn man eine Veranstaltung macht, dann sollten 3 Leute sich melden und die hackeln dann quasi an der Veranstaltung, wie ein Konzert oder. Jetzt haben wir quasi in der Ruder machen wir so eine Ausstellung. Mhm. Da arbeiten auch dann 3 Leute mindestens dran. Das urbane Design, wenn man das so sagen soll, eben sich auch sehr auf Fahrräder hin entwickelt. Und das ist jetzt die Verknüpfung. Also in den Werkstätten, oder sagen wir besonders in 2, die ich gerade jetzt im Kopf habe, da gibt es sehr schlaue Leute, die haben sich unwahrscheinlich Fahrradanhänger ausgedacht. Was man alles an ein Fahrrad anhängen kann. Also fast nicht zu glauben, was alles. Es gibt in Wien das Lastenradkollektiv, die haben verschiedene Anhänger und die dann teilweise sogar Wohnungen übersiedeln mit. Aha, aha. Wir, im Sinne von der neuen Arbeit in Detroit, wir gehen an das ran von vornherein, also sehr bewusst. Mit der Frage, womit kann man Geld verdienen? Mhm. Geht das jetzt? Sind Fahrrad, Anhänger etwas, das gut gehen würde, jetzt in diesem
in diesem District, in dieser Zeit. Und nach vielen Hin und Her und Beratungen und Pfarrer, die das sagen und weiß der Kuckuck, alle möglichen Leute sagen was anderes, dann kommt es zu einem Entschluss und sagt, also das okay, das jetzt, daran wird jetzt gearbeitet, das probieren wir jetzt. Ja, der Begriff, den man nicht gut übersetzen kann, der Begriff der Community, also Gemeinschaft ist dasselbe Wort, aber nicht, hat einfach nicht denselben Klang. Also, es dreht sich darum, eine Community aufzubauen. Es dreht sich darum, dass die Community entsteht und man sich gegenseitig wieder hilft, was abhanden gekommen ist. Und ich habe gar nicht, also ich habe viel weniger den Eindruck, dass das hier eine Rolle spielt. Ja, die Community kann man dann erstens machen. Das heißt, also insofern spielt es dann bei uns eine Rolle. Wenn wir jetzt gemeinsam was machen, also allein kann man das auch nicht beim Bedenken, wie was wir da sind. Ja, doch, das ist ja der Halt von einem ganzen Raum hier, wäre ohne Community. Also wie gestern das Keller ausrahmen, 7 Tonnen Schutt und Sperrmüll. Hier einfach nur werden sie. Also außer wird über 3 Monate. Thank you.